Der Friede, die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch und mit uns allen, vor allen Dingen der Mut des Heiligen Geistes. In der Bibel steht geschrieben, dass die Feiglinge, die Unzüchtigen, die Ehebrecher und die Ungläubigen nicht ins neue Jerusalem kommen. In der Bibel steht geschrieben, dass diejenigen, die feige sind, nicht vor Gott treten können. Ja, es steht geschrieben, das sage nicht ich, es steht in der Bibel. Gott hasst Feiglinge. Er mag sie nicht. Und in diesem Vers, in der Offenbarung steht er, ich werde ihn unten hinschreiben, hier unter das Video noch dann, in der Erklärung, steht geschrieben und dann nimmt Jesus, wie er es zu Johannes sagt in der Offenbarung, ja auch die Gläubigen und die Nichtgläubigen in einen Satz. Er sagt nämlich die Feiglinge und aber die Ungläubigen und Unzüchtigen. Also das heißt, dass diejenigen, die sich Christen nennen, aber Feiglinge sind, das neue Jerusalem wahrscheinlich nicht sehen werden. Ich möchte hier keine Angst verbreiten und ich möchte auch nicht irgendwelche komischen Dinge erzählen. Ich erzähle das, was in der Bibel steht. Und Jesus hat seine Jünger immer wieder aufgefordert, fürchtet euch nicht. Wenn wir die Bibel lesen, von 1. Mose bis Offenbarung, da finden wir x-mal, wie Gott seine Kinder ermutigt, wie er Mose ermutigt, Joshua ermutigt, Gideon ermutigt, wie er alle anderen, Jeremia und so weiter, ermutigt. Und wenn wir die vier Evangelien lesen, sehen wir, wie Jesus selbst seine Jünger immer wieder ermutigt. Und im Garten Gethsemane sagt er, wachet und betet, weil der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es soll aber keine Ausrede sein, dass wir jetzt dann schwach sein dürfen, weil einfach das Fleisch schwach ist. Nein, wir sollen, sagt er vorher in den Sendschreiben, wir sollen überwinden, wir sollen ausharren. Und im Neuen Testament steht auch geschrieben, dass wir vollkommen sein sollen. Wir sollen vollkommen sein und heilig, so wie Gott Vater im Himmel heilig ist. Also Gott hat klare Maßstäbe an uns. Und er sagt immer wieder, fürchtet euch nicht. Und ich frage mich jetzt, heute am 19. oder am 20. November, heute haben wir den 20. November 2020, ich frage mich immer wieder, wie viele Christen jetzt aufstehen und fasten und beten, weil sie merken, dass es wirklich eng wird und bitten und betteln Gott, dass er einfach immer noch Zeit herausschiebt. Dass er Zeit herauswindet, dass er Zeit hinausschiebt, dass er ja nicht so schnell kommt. Ja, es wird hier gebettelt und gefastet und gebetet. Und die Frage ist einfach, haben wir wirklich mal nachgedacht, oder uns selbst reflektiert, als die wir uns Christen nennen, die wir uns selbst Christen nennen? Haben wir überhaupt mal uns selbst reflektiert, warum wir zu Gott jetzt anfangen zu schreien, wo wir Jahrzehnte nicht geschrien haben und wo wir jetzt merken, dass es knapp wird, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann, wo wir merken, wie heute in der Welt.de geschrieben steht, dass sie darüber nachdenken, dass sie nur die Leute nur noch Einlass gewähren in gewisse gesellschaftliche Veranstaltungen, wenn sie einen Impfausweis vorzeigen. Jetzt fangen wir an, dass wir aufwachen. Ja, es wird soweit kommen, das Mal des Tieres, dass wir, wenn wir es nicht haben, dass wir nicht kaufen und verkaufen können. Du kriegst heutzutage im Supermarkt auch nichts mehr an der Kasse, wenn du keine Maske auf hast. Ja, das ist jetzt die Situation und jetzt fangen wir an zu beten und zu betteln. Ja, sagte nicht Johannes, Jesus komme bald? Flehen denn nicht die vielen Christen, die hier leben, auf Erden und in der Wahrheit und in der Anbetung Jesu Christi, beten und Gott anbeten? Flehen die nicht seit Jahrzehnten, dass Jesus wiederkommt? Wie sieht's denn aus im Hesekiel, wo Gott sagt, kennzeichne die Leute, die das Übel sehen und im Herzen
heulen und die wehklagen über die Zeiten. Und wo in Hesekiel steht, fange an mit dem Gericht an meinem Haus. Sind wir uns sicher, dass wir nicht aus eigennützigen Gründen beten? Sind wir uns sicher, dass wir wirklich dafür beten, wenn wir jetzt beten, betteln und fasten, dass Jesus sich noch Zeit lassen möchte mit seiner Wiederkunft und dass vielleicht all das Schlimme, was jetzt weltweit beschlossen wird, dass das Gott noch ein bisschen verschieben möchte? Sind wir uns sicher, dass wir es nicht aufgrund unseres eigenen Egos beten, weil es uns ja doch besser gehen möchte, weil wir wollen es ja wieder erleben, dass wir schön im Urlaub am Strand sitzen, schönes Getränk in der Hand, es ist kühl, der Sonnenuntergang, wir sitzen am Meer, wir genießen es. Wir sind seit 20 Jahren Christ, aber keiner weiß es. Wir haben weder irgendwann eine Heilung gesehen, ein Wunder, Totenerweckung glauben wir eh gar nicht dran. Wir haben weder einen Menschen zum Herrn geführt, wir haben weder Jünger gemacht, noch Leute getauft, noch Dämonen ausgetrieben. Und wir wollen dafür beten und Gott betteln, dass er bloß die Situation, wie sie in den letzten Jahren war oder vor 20 Jahren, dass er die wiederherstellt, dass es uns weiterhin gut geht und dass wir dann als errettete Christen in den Himmel kommen. Wenn das unser Gebet ist, bin ich mir wahrlich sicher, dass es nicht erhört wird von Gott. Denn in der Bibel steht geschrieben, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Gott möchte, dass wir als wiedergeborene Christen rausgehen und gerade jetzt in der Endzeit, wo wir jetzt sehen, wo wir eigentlich, wenn wir wirklich im Heiligen Geist wandeln, erkennen sollten, was da draußen abgeht. Und dass wir unbeirrt und ohne Kompromisse rausgehen und es tun, was Gott uns gesagt hat, dass wir tun sollen, nämlich Menschen das Evangelium predigen, jetzt zum Ende hin, damit so viel wie möglich das Evangelium hören und noch viele errettet werden können. Wir sollen Jünger machen, wir sollen Dämonen austreiben, wir sollen den Kranken die Hände auflegen und Tote auferwecken. Das ist das, was Jesus gesagt hat und das war ein Befehl. Und jetzt, wo es uns knapp wird und eng wird, um unsere eigene Haut, um unser Ego, da fangen wir an zu bitten und zu betteln. Es muss so kommen. Wenn wir die Offenbarung lesen, muss es so kommen, wie jetzt die Geschehnisse sich gerade aufzeigen und sie werden sich verschärfen. Und ich habe schon immer gesagt, weil es mir Gott gezeigt hat, dass 2020 wird ein Trainingscenter und ab nächstem Jahr geht es richtig krass zur Sache. Darum möchte ich euch wirklich ermutigen, Gott zu suchen, die ihr euch Christen nennt, noch näher an Jesus ranzugehen. Betet in Zungen, betet im Heiligen Geist, verbringt mehr Zeit mit Jesus, schmeißt den Fernseher aus eurer Bude, ja? Verschwendet keine Zeit mehr mit irgendwelchen weltlichen Dingen, lest die Bibel, sucht Gott. Im Wort, in der Wahrheit, im Gebet, in der Anbetung. Betet Jesus an, macht Lobpreis, sucht ihn und er wird sich offenbaren. Die Zeit ist reif, es ist jetzt ganz knapp vor 12. Und ich denke, dass Jesus bald wiederkommt und viele andere haben es auch gehört und es gibt massenweise Prophetien darüber. Wir wollen hier keine Angst machen, aber wir denken einfach, dass die Zeit jetzt reif ist und dieses gemütliche Christentum über Bord geworfen werden muss. Offenbarung 22,11. Lest euch durch. Offenbarung 22,11. Diesen Satz hat Gott immer wieder in den letzten Wochen und Monaten vielen Leuten gesagt. Er wird kommen und sein Lohn mit ihm. Und er wird die Böcke zur Linken und die Schafe zur Rechten setzen. Wo bist du dabei? Seid mutig und unverzagt. Keine Angst. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Wenn wir wahrlich im Herrn sind, wenn wir in der ersten Liebe sind zu Jesus, dann erwarten wir das Kommen Jesu mit brennendem Herzen. Und es muss so kommen, was jetzt hier in der Gesellschaft passiert. Was in der Politik passiert. Denn das sind die Endwehen.
Und da sollen wir unsere Häupter aufheben und sehen, wenn Jesus runterkommt in den Wolken und uns zu ihm heraufziehen wird. Seid mutig und unverzagt. Und nochmals, Gottes Friede und Gnade und Barmherzigkeit und vor allen Dingen der Mut des Heiligen Geistes mit euch, mit uns allen. Servus aus Niederbayern.